Eine plötzlich auftretende Windhose hat in Neuenburg-Arnbach im Enzkreis mehrere Wohnhäuser beschädigt. Der Mini-Wirbelsturm war Teil eines Unwetters, das Donnerstagabend über den Südwesten zog. Laut Zeugenaussagen hat es sich um eine kleinere Windhose gehandelt. Bei der ersten Lageerkundung sind ca. 10 Häuser festgestellt worden, bei denen mehr oder weniger viele Ziegel abgedeckt waren. Auch die Polizei bestätigte, dass insgesamt 10 Häuser, 3 Schuppen und ein Auto betroffen waren. Die Dächer der Häuser wurden von der Windhose teilweise abgedeckt, ein Baum fiel auf den geparkten Wagen. Feuerwehrleute mussten die beschädigten Dächer wieder eindecken oder mit Planen sichern. Es entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro. Menschen wurden offenbar nicht verletzt. Nach Abklärung der Situation und nach Absprache mit der Polizei konnten keine verletzten Personen festgestellt werden. Aufatmen bei den Anwohnern und Einsatzkräften. Die Windhose war genauso schnell, wie sie auftauchte, wieder verschwunden und richtete glücklicherweise keinen noch größeren Schaden an. Zuvor hatte ein Gewittersturm in Baden-Baden Bäume entwurzelt. Auch dort wurden laut Feuerwehr teils Hausdächer abgedeckt. Die Rettungskräfte mussten demnach zu mehr als 40 Einsatzstellen fahren. Verletzte hat es auch dort nicht gegeben. Auch das technische Hilfswerk war im Einsatz.